Im letzten Video haben wir Folgendes gemacht. Hände vor, wenn was angeflogen kommt. Ja. Okay, mach mal. Okay, dann haben wir das gemacht, okay? Hände vor. Das. Das Problem an der Sache ist, da kommt was Schweres auf euch zu. Der Ball wiegt 6 Kilo. Der Ball ist schwer. Und wenn der jetzt auf dich zugeflogen kommt, passiert das. Okay? Der Ball kommt auf dich zugeflogen und dann passiert das. Dann kriegst du entweder ins Gesicht oder du fällst rückwärts um. Logisch? Ja. Der Ball kommt auf dich zugeflogen. Ja! Im Snake Drain schon gehen wir natürlich nicht dagegen, sondern wir leiten die Kraft um. Mach mal. Verstanden? Wenn da was Schweres, Starkes kommt, schieb dich weg, komm. Ja, das kannst du nicht. Dann passiert das. Nochmal. Okay, nochmal. So ist das mal, was du wolltest. Ja, erst recht. Nochmal, leise. Dann, nochmal. Auf mich zu. Ich nehme mich weich auf und gehe aber nicht dagegen. Wir gehen nicht dagegen. Wir sind nicht steif, nicht stark, wir sind weich und leiten die Kraft um. Okay? Ja. Genau. Machen wir nochmal. Hopp und dreh dich mal. Genau. Darum geht's. Es geht darum, halt mal steif dagegen. Es geht darum. Das wollen wir nicht. Jetzt sei mal weich, flexibel. Bleib aber gerade stehen. Das wollen wir auch nicht. Was wir wollen ist, das. Okay. Geht um, ihr seid kleiner und leichter als ich. Wenn ihr größer und stärker werdet als ich, dann könnt ihr natürlich dagegen gehen. Seid aber nicht. Und wenn ich jetzt komme, und ich komme hier mit Kraft dagegen, dann sieht es schlecht für dich aus. Okay? Wenn du jetzt aber es richtig machst, wie wir es eben gelernt haben, dann sieht es gut für dich aus. Das ist Snake Crane Wing Chun. Wir sind weich und flexibel und gehen dabei nicht dagegen, sondern leiten die Kraft um. Okay? Verstanden? Cool.